Auch heute war der Brack-Truck wieder unterwegs gewesen. Das Mal ist die Schnitzeljagd von Zuffigen nach Augusta Raurica gegangen. Jeden Sonntag könnt ihr in dieser Sendung einen Haufen Preise gewinnen. Heute zum Beispiel haben wir gerade 5 Werkzeug-Set verschenkt. Und für einen Gewinner hat es sogar noch eine Zusatzüberraschung gegeben. Was sonst noch alles passiert ist heute bei Brack-Truck, das seht ihr jetzt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Der Brack-Truck ist wieder mal unterwegs, heute am Sonntagmorgen sogar noch mit Sound. Ich glaube, Kantonspolizei Aargau ist schon unterwegs. Du kannst gleich mal ein bisschen mitkommen, Dani. Er hat riesen Freude, weil er ist ein extrem trainierter Mensch, das sieht man jetzt nicht. Seine Wädchen sind am explodieren. So, ich würde sagen, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wir verabschieden uns mit wunderbaren Bildern aus Baselland. Gehen weiter zu unserem zweiten Zwischenstopp. Wir sind angekommen an unserem zweiten Zwischenstopp. Und falls ihr habt schon immer wollen wissen, wer eigentlich heute den Brack-Truck fährt. Da ist er, die Legende, der Werni. Kennt ihr das? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ein paar Leute sagen sich, okay, wow, 2-3 Steine aufeinander gestellt, das sollte ein Hinweis sein. Natürlich nicht. Komm dann, ich zeige dir da noch ein bisschen mehr. Das sind nicht einfach nur Steine, das ist eine römische Villa. Endlich haben wir es geschafft. Der Brack-Truck ist am Ziel angekommen und wir sind in Augusta Raurica, der Römerstadt in Augst im Kanton Baselland. Und zum Spitzen kann man es auch noch gebrauchen. Also wirklich, danke vielmals, liebe Lilian. Und ich hoffe, dass nicht nur der Akkuschrauber mich zum Strahlen bringt, sondern auch unsere Gewinnerin, meine Damen und Herren. Ist sie daheim? Ja, die Petra ist da. Was für ein Zufall, liebe Petra. Wie geht's? Gut, danke. Wunderbar mit dem schönen Wetter. Hey, schönes Wetter und noch einen viel schöneren Bohrer, den ich dir gerade so übergeben kann. Ist das gut? Strahlen wir mal schnell so. 1, 2, 3 für die Fotos, für die Presse. Ich mache da noch ein bisschen leiser. Oder warte ein bisschen. Ah, okay. Sonntagsruhe gestört. Dann verabschieden wir zwei uns und wünschen euch noch einen ganz schönen Sonntag. Tschüss miteinander. Am nächsten Sonntagvormittag gibt es dann die nächste Spielrunde, die nächste Schnitzeljagd hier live auf Blick TV. Und alle Informationen zu dem ganzen Spiel, zu dieser Schnitzeljagd, gibt es auf blick.ch/Brack-Truck. Wohin geht es das nächste Mal? Der Brack-Truck fährt weiter. Präsentiert von Brack.ch. Eine Moderatorin, die ihre Fußballkünste neu entdeckt. Eine Gewinnerin, die mit ihrem Hauptpreis gerade davonfährt. Und ein Date mit dem Shakiri. Wenn auch nicht mit dem Sherdan Shakiri, sondern mit einem anderen Shakiri. All das und mehr, da sind's die Highlights von der heutigen Brack-Truck Schnitzeljagd. Heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird es alles andere als romantisch. Heute wird es nämlich sportlich. Schnitzeljagd Brack-Truck ist unterwegs. Schön sind auch ihr mit dabei und ihr seht, wir sind schon richtige Tracker, oder? Weil wir sind es hier uns gewöhnt an Rastplätzen, egal bei welchem Wetter, bei welchem Wind, tun wir uns hier verpflegen. So wie sich das eben für Tracker gehört. Wir wogen uns mal noch ganz auf. Ich habe zwar ein bisschen Höhenangst. Ich gehe mal los. So. Ich hoffe, ich überlebe das dort oben. Oh, du musst da raufkommen. Es ist so schön im Fall. Der ist einfach frei zugänglich. Hat der Aussicht zu tun. Da kann jeder rauf. Das ist wunderschön. Schaut mal. Brack-Truck Schnitzeljagd ist beendet und die richtige Lösung ist Stadion Bergholz vom FC Wil. Da sind wir!
Aber wir haben noch einen ganz speziellen Gast heute vor Ort. Wir haben nämlich den Shakiri hier. Hä? Shakiri? Alle sind gespannt. Ja, es ist nicht der Original Shakiri, aber sozusagen, oder? Du bist der Platzwart hier, gell? Jawohl. Ja! Eine glückliche Sofortgewinnerin. Und zwar Jacqueline, wer sind wir jetzt? Herzliche Gratulation, liebe Jacqueline. Danke vielmals. Ich habe auch gefreut, dass ich gewonnen habe. Ich finde es mega lässig. Danke vielmals, dass mich ausgewählt hat. Super. Also gute Fahrt. Schau schon mal, wie es geht. Whee! Sag ich dir, ja, das ist wirklich der Boost. Gut gemacht. Sieht gut aus, hä? Genial. Genial. Also das heisst, du nimmst fix da? Ja, ich nehme fix da. Das ist echt cool. Der Shakiri ist der Platzwart beim FC Wil. Wer hätte das gedacht? Am nächsten Sonntag sind wir dann wieder unterwegs. Allerdings zum letzten Mal, für den Moment zum letzten Mal, zum Staffelende von Brock Truck sind dann unsere beiden Moderatoren wieder im Einsatz. Also Zara und der Sven. Und natürlich gibt es dann wieder einen neuen Superpreis zum Gewinnen. Alle Informationen dazu jetzt schon mal auf blick.ch/BrockTruck. Wohin geht's auch das nächste Mal? Der Brack Truck fährt weiter. Präsentiert von Brack.ch. Der Brack Truck hat heute Staffelfinal gefeiert. Nach 8 Schnitzeljagden hat der Truck heute vorerst seine letzte Reise durch die Schweiz antreten. Für das haben Sarah und Sven nochmal alles gegeben und eine tierisch gute Sendung auf die Beine gestellt. Schönen guten Sonntagmorgen! Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Brock Truck! Ja, und es ist nicht einfach irgendeine Schnitzeljagd heute, sondern es ist nämlich das Staffelfinal! Wir sind bereits am ersten Zwischenhalt angekommen. Und zwar das Wädischwil bei der Reithalle Gehren, wie man hier sehen kann. Das Gebäude, das wir gerade hinter mir sehen, das ist der Schlossturm Pfäffiken. Zum Sarah nicht so laut, du störst die herzige Entel in ihrem natürlichen Habitat. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Prachttrag Edition Natur. Ich bin sicher, ganz viele von euch wissen jetzt, wo es hingeht. Weil wir haben euch ja schon gesagt, wir suchen heute ein Ausflugsziel und wir haben gesagt, es ist ein tierisches Staffelfinale. Und ich habe so Freude, dass ich über mich hinausgewachsen bin. Im wahrsten Sinne von Wort, unsere Sarah ist jetzt auf 1,95 anstatt der üblichen 1,42 m. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Tag dann für uns alle. Wir sind im 1, 2, 3 Knies Kinderzoo in Rapperswil. Wo sonst? Gerade um Sven zu zeigen, den gehe ich jetzt mal besuchen. Er hat ja gesagt, er geht so ein bisschen im Park umeinander. Ja, Sven, da bist du! Ja, hoi Sarah! Es ist ja klar, wo findet man dich bei deinen neuen Kollegen? Du, das sind ganz, ganz, ganz coole Leute. Also ich habe schon mit ein paar geredet, mit dem Röni und dem Dragan da hinten. Ich gebe ihnen sogar auch noch etwas zum Essen. Ah, du hast noch zu essen? Ja, also vielleicht, falls es euch Wunder nimmt, es ist keine Dönerbox, die man am 4 Uhr morgen in der Langstrasse bekommt. Was ist auch möglich, es sind Mehlwürmer. Also die essen Mehl, darf ich auch mal? Ja, nimm doch ein bisschen. Ja. Oh, nein, nicht ich, ich will nicht essen, ich will es rühren. Ja, rühr's mal rein. Eddie, schau mal, herzliche Gratulation für dich hier! Oh Gott! Ich gratuliere ganz herzlich! Wow. Nicht nur farbige Fötzchen und gute Laune, nein, Eddie, du gewinnst auch das tolle Weisset mit Weinkühlschrank. Ja, also wie fühlst du dich da? Absolut toll, wenn man das mit Inhalt liefert bekommt. Das ist also schon ein Hit. Das ist so ein fröhliches Logistikteam. Ja, natürlich!
Wir hoffen, ja, ihr seid bei der nächsten Staffel auch dabei. Wir hoffen, ihr habt von unseren Abenteuern auch ein bisschen können, ja, das Action-Gefühl mit heimbekommen am Sonntagmorgen. Ja, oder? Und dass ihr auch geografisch ein bisschen etwas gelernt habt. Also das Sven auf jeden Fall. Ich habe einiges gelernt. Es gibt noch andere Kantone in Zürich. Das genau. Habe ich, ja, das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber, nein, es war wirklich sehr, sehr cool. Wir hoffen, wir sind schon fast ein bisschen traurig. Ja. Aber ich glaube, der heutige Tag mit dem Giraffenschlecken und mit dem Kind und so ist ein würdiger Abschluss von unserer ersten Staffel. Und wir hoffen, ihr seid natürlich wieder dabei, wenn der Praktrag durch die Schweiz rollt. Danke euch vielmals fürs Miträteln. Schön, sind ihr jeden Sonntag mit uns mit dabei gewesen. Jetzt wünschen wir euch noch einen ganz schönen Rest Sonntag und einen Morgen. Einen guten Start in die neue Woche und bis hoffentlich ganz bald. Ciao, ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss. Gehen wir her, oder? Ja, 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 doch, ja. Ich glaube, ja, ich will okay. Noch ein bisschen im Bild bleiben. Okay. Es ist so schön vor der Kamera. Das war es also von der ersten Staffel Bracktruck. 8 Sonntag, 8 Schnitzeljagden durch die Schweiz und ganz, ganz viele glückliche Gewinner, so wie der Eduard heute. Alle Infos zum Bracktruck und noch mehr Videos gibt es auf blick.ch/Bracktruck. Bracktruck, die Sendung mit den abgefahrenen Preisen, wird präsentiert von brack.ch. Nicht gewonnen.